Mein Name ist Miriam Junge. Ich bin Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin und nehme euch heute mit in den Alltag eines Therapeuten und gebe euch Einblicke in meine Arbeit. Ganz von Anfang an startet eigentlich die Anfrage meistens per E-Mail. Dann gibt es hoffentlich Therapieplätze. Das ist immer nicht ganz so leicht, aber wenn es denn dann einen Platz gibt, vereinbaren wir einen Termin. Und dann kommst du rein, ich begrüße dich, wir gehen gemeinsam ins Zimmer. Ich biete dir erstmal was zu trinken an und du darfst dir einen Platz aussuchen. Und dann ist es meistens so, dass ich erstmal frage, ob du überhaupt schon Erfahrung hast mit dem Thema. Also es ist häufig, sitzt dann der Patient hier und ist angespannt und weiß nicht, was ihn erwartet oder was sie erwartet. Und ich versuche, meine Patienten da schon sehr abzuholen, weil ich irgendwie dieses Unruhegefühl ist natürlich spürbar. Und dann stelle ich eigentlich Fragen. Oder der Patient oder die Patientin kommt gleich irgendwie mit einem Thema und sagt, so das und das ist bei mir los. Und ich stelle dann Fragen zwischendurch, um ein klareres Bild zu bekommen, woran wir arbeiten müssen. Also viele kommen mit den Störungsbildern, zum Beispiel eine Angst oder eine Depression oder so ein Thema, mir geht's einfach nicht gut. Und dann frage ich natürlich ganz gezielt nach. Und in der Psychotherapie gehört es ja auch dazu, dass eine Diagnose gestellt werden muss. Das heißt, ich habe die Kriterien für bestimmte Störungsbilder einfach sehr genau im Kopf. Wir haben dieses ICD-10, ein Diagnosekriterium, wo dann zum Beispiel bei einer Depression über einen bestimmten Zeitraum gewisse Symptome vorkommen müssen, damit wir die Diagnose, eine leichte, mittelgradige oder schwere Depression zum Beispiel, stellen können. Und das sind dann zum Beispiel so Fragen wie, kennst du dieses Gefühl, Interesse zu verlieren oder hoffnungslos zu sein, schlecht zu schlafen, so Grübelschleifen im Kopf? Und dann geht es schon klar in die richtigen Richtungen. Es gibt viele, die vermuten, dass sie vielleicht zusammenbrechen oder dass sie anfangen zu weinen, was super peinlich sein könnte, oder dass ich Themen anspreche, die sehr unangenehm sind oder sehr schmerzhaft. Aber auch da kann ich beruhigen, das ist ja irgendwie keine Folterkammer und es werden auch bestimmte Themen nicht unbedingt angesprochen, denn es gibt einfach Zeitpunkte, zu denen Themen akut sind. Und es gibt Zeitpunkte, zu denen Themen einfach noch nicht besprochen werden müssen. Und dieses Tempo oder eben diesen Zeitpunkt bestimmt immer der Patient. Wenn man eine psychische Störung hat, hat man bestimmte Kriterien, die nicht im normalen Pensum laufen. Aber es hat alles eine Ursache. Das heißt, man wird nicht einfach plötzlich verrückt oder man hat nicht plötzlich einfach Angst oder man ist nicht plötzlich einfach so depressiv. Und das Verständnis davon, also das Störungsverständnis, wieso ich jetzt an diesem Punkt bin, wie sich das entwickelt hat, das ist sehr wichtig und gibt dem Patienten auch immer das Gefühl, ah, okay, ich bin eigentlich gar nicht schuld, ne? Oder ich kann was dran verändern. Ich habe eine Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn ich was verändere, merke ich an mir selbst, dass sich Dinge verändern und ich bekomme dadurch Kraft, Dinge wieder anders zu sehen. So ein klassisches Beispiel ist jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel so eine Panikattacke. Da kommt jemand und sagt, ich habe Herzrasen, ich kann nachts nicht einschlafen, ich hyperventiliere nachts oder auch tagsüber. Und das Komische ist, immer wenn es ruhig wird, kommt das. Das heißt, ich funktioniere tagsüber total gut und wenn es ruhig wird, höre ich Piepsen in den Ohren, mir wird übel und ich kann nicht mehr richtig schlafen. Was ich dann mache, ist wirklich durchzusprechen, was eigentlich an so einem Tag passiert und dass womöglich diese Gefühle, die am Abend so auftauchen, wenn wir runterfahren, das Ventil sind von den Gefühlen, die den ganzen Tag aufgestaut wurden, weil wir nicht achtsam mit uns umgegangen sind, ne? Oder weil dieses Gefühl nicht da war, ich bin auch noch da, ich brauche noch Zeit für mich. Diese Störungssymptome, die ich gerade eben geschildert habe, führen, wenn man die nicht anguckt, zu einer Panikstörung oder zu Panikattacken. Was dann dazu führt, dass man sich verändert, ne? Dass man bestimmte Situationen vermeidet. Hauptsache, diese Panikattacke kommt nicht mehr. Und bei einer Therapie von Panik oder Angst geht man ganz bewusst in diese Situation rein, um sich neue Erfahrungen zu erlauben und zu sagen so, ach guck mal, ich weiß, warum mein Herz jetzt rast. Und zwar, weil ich wahrscheinlich davor gar nicht richtig geatmet habe.
Und allein mal das zu verstehen, gibt dem Patienten so viel Erklärung und sagt so, ach ja, krass. Und beim nächsten Mal ist dann die Übung, in Situationen reinzugehen und erstmal wirklich mit diesem richtigen Atmen anzufangen. Und dann fangen wir an, kognitiv umzustrukturieren, um diese Situation neu zu besetzen. Eine typische Achtsamkeitsübung fängt eigentlich schon mit Ritualen am Morgen an. Gut in den Tag starten, ohne Social Media zum Beispiel, achtsamen Tee trinken, sich ein gutes Frühstück machen. Dazu gehört aber auch dann über den Tag, wenn jemand so einen super stressigen Tag hat und sich ganz fremdbestimmt fühlt, wieder zur Selbstbestimmung zu führen. Das heißt, sich vielleicht ins Handy kleine Reminder zu schicken, Kalendereinträge, die mit Push-Nachrichten alle 2 Stunden kommen und daran erinnern, so, hast du eigentlich in den letzten 20 Minuten durchgeatmet? Wenn nein, geh bitte mal kurz ans Fenster, guck raus und atme 3-mal tief durch. Und man merkt erst nach 2-3 Wochen, dass es wirklich wirksam ist und dass wir davon profitieren. Wichtig ist in der Therapie, dass wirklich mitgearbeitet wird, dass gerade in der Verhaltenstherapie Hausaufgaben gemacht werden. Also die wirkliche Veränderung findet natürlich nicht hier in der Praxis statt, sondern in der Zwischenzeit, zu Hause, auf der Arbeit, mit den Kindern, in der Familie, im sozialen Umfeld. Also da sind eben die Grenzen auch. Also der Patient bestimmt auch, wie viel er übt und wie schnell sozusagen eine Therapie gelingt. Und die Grenzen in der Psychotherapie liegen auch da, dass es bestimmte Zeitpunkte gibt, an denen bestimmte Themen nicht dran sind. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mit mir was nicht stimmt, würde ich als erstes zum Hausarzt gehen, dem berichten, was los ist und eine Überweisung für eine Psychotherapie dort beantragen. Eigentlich in allen Städten kannst du über die Kassenärztliche Vereinigung Therapeutensuche, kannst du deinen Bezirk angeben oder deine Stadt, kannst dann aussuchen, ob du tiefenpsychologisch, psychoanalytisch oder Verhaltenstherapie möchtest und kriegst dann eine Liste und musst die anrufen. Mühsamer Weg. Aber verlass dich so ein bisschen auf dein Bauchgefühl, schöpfe immer wieder Kraft, weiter dran zu bleiben, denn es wird irgendwann einen Therapieplatz geben für dich, auch bei dem richtigen Therapeuten, bei der richtigen Therapeutin. Und fasse den Mut, die Dinge lieber früher anzugehen als später.